Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. In den letzten Monaten, wisst ihr, Hauptthema Nummer 1 ist der Islam. In den Medien beginnt eine Hetze gegen den Islam. Man versucht, die Inhalte des Islam als verfassungsfeindlich darzustellen. Man versucht, irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben vom Islam, fängen da irgendwie an zu interpretieren, um irgendetwas aus ihrer Sicht herzuleiten, was verwerflich wäre und so weiter und so fort. Normalerweise geht es mir nicht darum, auf derartige infame und heuchlerische Vorgehensweise zu antworten. Das kann man im Raum stehen lassen. Das sind einfach Menschen, die den Islam nicht verstanden haben und verlogen mit Unwissen über diese Religion reden. Und zum Teil sind es auch sehr viele Christen, die aus ihrer Sicht die Gunst der Stunde erkennen, um ihre sterbende Religion, die immer mehr Anhänger verliert, dadurch zu retten, indem sie sich sozusagen abgrenzt vom Islam. Also es ist die einzige Daseinsberechtigung. Aber ich möchte dennoch auch über das Christentum und die Inhalte ein paar Worte verlieren. Wenn wir nämlich dabei sind, dann müssen wir beiden das Recht geben, dann die Religion des anderen zu beleuchten. Mit dem Islam ist es hinreichend in den letzten Monaten in aller Form geschehen, ungerechterweise, mit Unverständnis und Unvermögen. Aber die Inhalte des Christentums sind ja sehr schnell zusammenzufassen. Und dazu gehört eben das Bild, dass Gott, der Vater, seinen Sohn gnadenlos und ungerecht geopfert hat. Ungerecht, weil Jesus unschuldig war und dennoch als Schuldiger und zudem noch am Holz, am Pfahl hängend, als Verfluchter den Menschen zum Fraß vorgeworfen wurde. Angeblich, damit Gott sich mit den Menschen versöhnt. Gefährlich mutet hier die Botschaft Jesu an, dass der Mensch so werden soll wie der Vater, dem Vater sozusagen nacheifern soll. Wenn man diese beiden Komponenten zusammenzieht, würde das bedeuten, die Kernbotschaft im Christentum ist das Opfer. Vater opfert seinen Sohn und dann heißt es, werdet wie euer Vater. Heißt es, dass dann auch die Menschen den Inhalten des Christentums nacheifernd eben dann auch ihre Söhne zu opfern haben. Also man sieht, wie abscheulich eigentlich die Inhalte dieser Religion sind. Das muss man sich mal vorstellen. Man stellt es als eine großartige Tat dar, dass ein Vater, der himmlische Vater, seinen himmlischen Sohn sozusagen als Vorbild opfert, den Unschuldigen, der keine Sünde begangen hat, verflucht, indem zuvor, was ja selbst Paulus auch erkannt hat, im Alten Testament steht, wer am Holz, am Pfahle hängt, der ist verflucht. Und Paulus sagt, Jesus ist für uns zum Fluch geworden, in Anlehnung eben an diesen Fluch. Und weil eben Jesus, wie auch Paulus wusste, am Pfahle hing, das ist das eine. Und das andere, Paulus sagt, derjenige, der die Sünde nicht kannte, wurde von uns zur Sünde. Oder wurde für uns zur Sünde. Also da sieht man hier die absolute Ungerechtigkeit, dass ein Unschuldiger, der die Sünde nicht kennt, zur Sünde für Schuldige gemacht wird. Also kurz zusammengefasst, das Christentum, ein Unschuldiger wird zum Schuldigen gemacht, damit Schuldige erlöst werden. Das ist dermaßen ungerecht und wird eben als Ideal verkörpert, sogar als Nachahmungswert, wenn man die kompletten Inhalte dann des Evangeliums nimmt. Und das ist eine eigentlich ungeheuerliche Botschaft, dass man sagt, auch den Neuankömmlingen in dieser Welt, die heranwachsen und ihnen beibringt, dass die Gerechtigkeit bei Gott nur zu erlangen ist, indem man an die Ungerechtigkeit Gottes glaubt. Nämlich die Ungerechtigkeit, dass er seinen unschuldigen Sohn den Henkern zum Fraß gegeben hat, zur Demütigung freigegeben hat. Sie haben ihm ins Gesicht gespuckt, sie haben ihn angeblich drangsaliert, gequält. Und Gott hat dieses ganz gezielt geplant, sogar auf das Winseln seines Sohnes hin, gar nicht drauf gehört.
wo Jesus aber sagte, dass Gott einem jeden das Gebet erfüllt. Er sagt sogar, wer ist denn da ein Vater, der seinem Sohn, der um einen Fisch bittet, ja einen Stein als Antwort auf das Gebet gibt oder auf das Bitten gibt. Das heißt, dass Gott die Gebete erfüllt. Und Jesus, der da winselt, Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Ja, nicht nach meinem Willen, sondern dein Wille geschehe. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein deutliches Gebet, ein Anflehen und eben noch der Vorbehalt, dass der Wille Gottes geschehen möge. Und die Christen glauben also daran, dass Gott dann gesagt hat, jawohl, mein Wille geschieht, dein Winseln interessiert mich weniger und auch die Angst vor diesem Kelch interessiert mich weniger. Du hast gefälligst zu bluten, du hast gefälligst zu leiden und du hast gefälligst als Sündiger am Kreuz zu leiden und wirst den Menschen sozusagen zum Fraß vorgegeben. Das hat so etwas vom Charakter eines Nero, ja, der den Daumen runtersetzt und eben einen Unschuldigen, der die Sünde nicht kannte, zu Sünde macht, zu einem Verfluchten macht. Und das ist im Grunde genommen das zentrale Thema des Christentums und was das mit Liebe zu tun hat oder wie man versucht, dieses Nero-Verhalten Gottes, das man dort unterstellt, in Liebe umzuwandeln, das ist paradox, das ist dumm und lässt sich auch nicht realisieren. Ich kann das nicht in Liebe umwandeln, das hat mit Liebe nichts zu tun. Es hat nichts mit Liebe zu tun, wenn ein Vater wirklich die Hartherzigkeit intus hat, seinen Sohn, der unschuldig ist, den er retten könnte, den er selbst geschickt hat, den er gesandt hat in die Welt, um die Menschen aufzuklären, aber insgeheim in der Prädestination schon wusste, dass sein Sohn geopfert wird, dass man dann also sagt, das ist die Liebe Gottes zu den Menschen. Also ich weiß nicht, was das für eine Liebe sein soll, den Menschen sozusagen seinen Sohn zu opfern in einer Form von Sadismus und den Menschen doch eigentlich auch ein Vorbild sein zu wollen. Wenn also Gott die Menschen liebt und ihnen so ein Vorbild bietet, dann kann man nur sagen, dass er den Menschen ein schlechter Lehrer dann ist. Weil wie kann ich die Menschen lieben und ihnen zeigen, dass man zum Heil kommt, wenn man seinen eigenen Sohn opfert? Da kann man die Menschen nicht lieben, weil diese Menschen haben auch Söhne. Und das ist ein Vorbild, das man so überhaupt nicht annehmen kann. Es ist ungerecht, es ist ganz einfach martialisch, es ist bestialisch, es ist in Ungerechtigkeit nicht zu übertreffen, es ist blutrünstig, es ist egoistisch, dass eben auch noch in dieser Lehre gesagt wird, dass Gott dies getan hat, um sich mit den Menschen zu versöhnen. Also ein Unschuldiger musste brachial leiden, damit Gott sich dann mit den Menschen versöhnt und zudem dann aber die Realität zeigt, dass diese Versöhnung gar nicht gegeben ist. Wenn man sich nur den Tsunami ansieht, also eine Religion, die keine Antworten gibt, die viele Fragen aufwirft, die die Ungerechtigkeit zur Erlösung macht, die das Vorbild, dass ein Vater sein Sohn opfert, zum Ideal macht, die einen Unschuldigen verurteilt, um Schuldige zu erlösen. Und das alles ist nicht zu fassen. Und deswegen sagt Jesus auch bei seinem Weggang, derjenige nach ihm, der da kommen wird, der wird die Welt überführen, nämlich über die Lüge, was sie sich da zusammengebastelt haben, dass Jesus eben in Gerechtigkeit zum Vater gegangen ist. Da versuchen Christen, diese Aussage wie folgt zu interpretieren, dass Jesus von Gott Gerechtigkeit erfahren habe, als er zurückgekehrt ist. Also wie soll man dann da die Welt strafen oder überführen? Das wäre eher eine gute Nachricht. Es wäre eine für die Gläubigen, für die Welt, für die Christen wäre es eine gute Nachricht und außerdem auch nicht der Rede wert, weil jeder Christ ja gesagt hat, schon im tiefen Glauben verwurzelt, dass Gott seinen Sohn nur geopfert hat, um sich zu versöhnen und seinen Sohn ja über alles liebt, und seinen eingeborenen und geliebten Sohn. Somit ist es eigentlich nicht ein besonders hervorzutuende Aspekt, dass der nach ihm dann kommt und sagen wird, siehe, Jesus wurde gerecht empfangen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Vielmehr aber, wenn man sich die Realitäten ansieht, wird die Welt überführt, die geglaubt hat, dass Jesus ungerecht zum Vater zurückgegangen ist, nämlich als Unschuldiger und auch als derjenige, der die Sünde nicht kannte,
wurde für die Menschen zur Sünde gemacht, ja sogar zum Fluch gemacht, wie Paulus sagt, dass dieses alles nicht stattgefunden hat, dass Jesus gar nicht am Holzpfahle hing und dass Jesus gar nicht gekreuzigt noch getötet wurde, sondern dass Gott ihn errettet hat und damit Jesus auch Gerechtigkeit widerfahren ist, dass er eben nicht als Unschuldiger zur Sünde gemacht wird und eben nicht als Unschuldiger zum Schuldigen gemacht wird, zur Erlösung eines jeden. Und deswegen sagt Jesus dann auch in seiner Prophezeiung, dass derjenige, der nach ihm kommt, der Welt auch die Augen auftun wird, sie überführen wird über das Gericht, nämlich das Gericht, wie wir alle wissen, dass jeder für seine Sünden alleinig verantwortlich ist und dass keiner die Sünden von dem anderen übernehmen kann, was die Christen immer praktiziert haben, dass Pastoren oder deren Mönche oder deren Gelehrten aus den Kirchen behauptet haben, dass sie eben die Sünde der Menschen auf sich nehmen könnten. All diese Lügen, all diese Ungerechtigkeit, denn das ist ungerecht, wenn Gott dies zulassen würde, denn jeder wird nur nach dem bemessen, was er getan hat, und jeder wird nur bestraft für seine Sünden, die er getan hat, und nicht für die Sünden anderer, denn so wäre das komplette Prinzip der Gerechtigkeit nicht gegeben. Verwundert es, dass in Jesaja 28 steht, dass Gott einen köstlichen Eckstein in Zion auslegen wird, nämlich, das wissen wir, das ist in Mekka, und dass er eben die Gerechtigkeit zum Maßstab machen wird. Und hier sehen wir ganz klar die Gerechtigkeit. Also kurzum, das Christentum ist in der heutigen Form, so wie die Menschen daran glauben, eine Darstellung Gottes als Sadisten, als jemand, der das Winseln seines Sohnes überhört, nur um sich angeblich mit den Menschen zu versöhnen, einen Unschuldigen schuldig macht, denjenigen, der die Sünde nicht kannte, zur Sünde macht und sogar zu einem Fluch. Und das alles, ohne dass dies Hand und Fuß hätte. Warum sollte er Jesus zu einem Fluch machen, um sich mit den Menschen zu versöhnen, wenn Gott doch sagt, dass er allgerecht ist und auch Jesus dies verkündet, dass Gott gerecht ist, so wäre damit und diesem Ereignis Gott jemals nie wieder Gerechtigkeit zuzusprechen. Denn wer einmal ungerecht handelt, ist ungerecht. Und das wäre eine gewaltige, ungerechte Handlung. Und niemals könne Gott dann vor den Menschen als gerecht gelten. Und wir sehen deswegen ganz deutlich und ganz klar, dass diese Geschichte eine Lüge ist und dass Jesus sie auch zunichte macht, indem er sagt, wer auch nur eines der kleinsten Gesetze Gottes auflöst, ist der geringste im Himmelreich. Aber Paulus, Opfertodlüge, sagt eben, dass das Gesetz aufgelöst wird und dass man eben anstelle des Gesetzes, durch das man nicht gerecht werden kann, den Glauben an das Kreuz und das Opfer setzt. Und das ist eben genau die gefährliche Entstellung. Gefährlich, weil jeder, der dem folgt, was Jesus in der Bergpredigt eindeutig prophezeit, jeder, der im Namen Jesu handelt, Teufel austreibt oder Wunderwerke vollbringt, geht in die Hölle, ist verdammt, und Jesus hat dies prophezeit. Damit sehen wir also ganz deutlich, dass das heutige Christentum im 21. Jahrhundert in ganz großer Mehrheit, und dafür muss man sich auch nur Jesaja 65 durchlesen, ein Volk, das Gott immer vor Augen ist und dieses Volk ihn erzürnt und dieses Volk sich insofern charakterisiert, sie fressen Schweinefleisch und glauben sich heilig. Und dann heißt es in Jesaja 65, solche sollen ein Rauch werden, sollen also brennen in der ewigen Hölle. Und die heutigen Christen treffen genau diese Charakteristik aus der Bibel. Sie essen Schweinefleisch und glauben sich heilig. Abschließend möchte ich noch einmal jeden Menschen, der Christ ist, aber selber schon in Selbstzweifel geraten ist, viele E-Mails erreichen mich, die dieses auch deutlich machen, sich mit dem Islam zu beschäftigen, den Koran zu lesen, sich von den Medien davon nicht abhalten zu lassen, denn die Medien benutzen sehr oft das Mittel der Lüge, um eine Wahrheit vorzugaukeln, die bestimmten politischen Interessen oder den Mächtigen, die dahinter stehen, gerecht und konform ist. Deswegen macht euch davon frei, lest den Koran und urteilt nach der Botschaft. Erwartet nicht, dass euch alle Wunder zufliegen, sondern ihr sollt glauben an die Botschaft. Und an die Botschaft zu glauben, kann man nur, wenn man sie liest.